Hallo und herzlich willkommen bei meinem Kanal oder willkommen zurück für die, die mir immer zugucken. Ja, ich muss jetzt hier noch den Rest ansehen mit Gras. Die 19 wird auch Gras und da sind noch ganz viele Felder, wo Gras werden und da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, da freut sich noch jemand drauf. Dann kaufen wir halt Saatgut. Steiner, ich hab doch oben am Hof, neben den Silos, ist noch eine Silostation mit Saatgut. Du brauchst kein Saatgut kaufen. Ich hab noch genug eingelagert. Macht die Fabrik Fehler? Ein paar. Den wechselt doch bei mir so jämmerlich. Okay. Also okay, da. Ja, da dürfte es so ungefähr richtig stehen. Ja, ich bin auch voll. Wieso bist du voll? Hä? Ja, die Saatmaschine ist voll. Also. Kann man Nein, HKL Mistneiden? Nein. In dem auf dem Server nicht. Beziehungsweise in dem hier noch nicht. Aber das werde ich noch ändern. In den HKL kannst du eh nichts reinladen. Also Block 37, 22, 24, 28 und 27. Weiß. Genau. Kennst mich schon, wa? Ja, ich weiß fein, wie du dickst. Das ist auch das nächste, was wir machen, Gras mähen. Naja, so. Ich hab auch nicht mehr Bock in die Schule zu gehen. Tja, das Problem hatten wir aber alle mal. Auch Charles hat's auch nichts mehr. Mann? Ja. Wo willst du den zweiten Anhänger jetzt denn haben zum Dreschen? Unten passt dann nicht mehr. Hä? Unten sind die Plätze für die Dreschhänger voll. Welche Plätze für die Dreschhänger? Die Container mal schon. Wir haben an der BGA. Nee, nicht an der BGA. Wolltest du die beiden Dreschhänger haben? Die Hexe, die Bergmann. Eine passt dann nicht mehr. Ja, stell ihn aufs BGA-Gelände, mein Gott. Oder stell's neben den Schuppen. Mit. Dann geht doch peripher, mein Gott. Bin gleich wieder da. Jo. Kannst du eigentlich Mais legen mit der Maschine? Ohne zu grubbern? Oder? Ah ne, die Felder sind ja gegrubbert. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo wir dann anfangen zu mähen und zu pressen. Egal, kriegen wir schon hin.
könnten eigentlich am Hof anfangen und fahren dann Richtung BGA weiter. Weil Heuer hat ja die Spedition schon alles rübergeholt. Passt soweit. Was ein Scheiß mit dem Auto. Wenn man da kein Allrad rein tut und kein Differentialsperre, rutscht es wie Sau. Ich weiß nicht, ob du da Allrad und Diff reinmachen kannst. Ja, freilich. Cool. Sonst hast du verloren. Oder nur mit der Hinterachse. Pfff, das Knicken. Besser ein bisschen an, schleudert sich hinten raus. Man hört ja so gar nicht, wo Lukas herkommt, wa? Nein? Na, man hört nicht, wo du herkommst, nein. Ach, überhaupt nicht, oder? Na. Ach. Ein wenig. Hör mal auf mit deinem Gelüge. A wenig was. A wenig. Für alle, die kein Bayerisch können, a wenig, a bissle. A bissle, oder genau. Ein bisschen. Weil ich versuche ja Hochdeutsch zu reden, was mir teilweise schwerfällt. Gerade wenn ich dann mit Leuten wie Lukas oder Steinerchen zu tun habe. Oder wahlweise mit Raumklima, das haben ja auch schon, das habt ihr ja bei den letzten Folgen, wo wir Mais gehäckselt haben, für die Biogasanlage nochmal gesehen. Ja. Björn, wie funktioniert das mit der Fabrik? Das macht die alles von ganz alleine? Und Diesel herstellen und zack. Du musst nur beliefern. Okay. Beliefern und irgendwann abholen. Ich muss Raps noch reinfahren. Das wäre halt auch noch so eine Sache, wo der Map-Bauer hier einbauen könnte. Eine was? Fabrik, wo... es gibt doch schon die Skripts und alles für Dieselproduktion. Ich sag nur Kreis Unna-Map. Also ein paar Wirtschaftswege könnt ihr hier noch einführen. Fände ich geil. Also persönlich jetzt. Ich finde die Map so schon relativ gut. Aber noch ein paar Wirtschaftswege wäre geil. Abends. Und sobald wir die Biogasanlage komplett am Machen sind, können wir auch Gülle ausfahren. Zwischendurch werde ich die Map hier auch im Singleplayer weiterspielen. Juhu, Gülle! Stinkt mir wieder wie Sapa, sorry. Ey, ja. Kann der Geras stinkt ja nicht so. Ja, okay. Solange mal kein Q-Schalter oder. Nee, solange mal kein. Du, wenn du wissen willst, was Gestank ist, dann musst du mal Blumenfülle angehen. Nee. Kannst du selber machen. Der muss von den Schweinen Gülle mal. Oh ja. Und den Bunker leer machen. Gülle. Schweinegülle. Oh, hör mir auf. Gülle Silo, Schwein essen. Pfui, geil. Dann von der Schweinegülle, ne? Keine Ahnung, was drin war, aber es war bestialisch. Das kann, Schweinegülle hältst du nicht aus. Das also ich bin gerade Gras am Ansehen und Steinerchen ist am Ansehen. Nee, Ansehen tut der Helfer. Steinerchen macht. Was macht Steinerchen? Ich heiße gerade im Kalkschreier. Ah, genau, du machst Kalk. Wie gesagt, du siehst ja, was alles uns gehört. Es sind nur so ein paar kleine Startfelder. Ja, die haben ja auch auf der anderen Map gehört, von daher. Egal. So, ich fahre jetzt erstmal kurz am Gartencenter vorbei, wobei ich dürfte das eine Feld, was wir noch auf Gras bauen wollen, auf Gras machen. Ja, müsste passen. Brauche ich noch nicht aufladen. Muss ich auf Rücktour. Okay, ich könnte sein, dass wir gleich nochmal Besuch bekommen.
Wie? Tim. Vom guten TS. Kenn ich nicht. Hm? Ich auch nicht. Ja doch, du kennst Tim. Ach, Ghost Tim. Ach der. Noch, lass das bitte vom TS. Ach Quatsch. Tim ist ein ganz lieber. Wenn er schläft. Wenn er schläft, ja. Nee, er ist ein ganz. Das Problem ist, er ist wirklich ein ganz lieber. Nur wenn er World of Tanks oder War Thunder spielt, dann nicht. Dann ja. Ist er schlimm. Ach ja, stimmt, mit dem habe ich ja über dieses Spiel diskutiert. Und wer war der Sieger? Er ist offline gegangen irgendwann. Ich glaube, nach 16.000 Gefechten in WoT kann ich ein bisschen mitreden. Ich habe das noch kein einziges Mal angerührt. Ah, 6er Pass, Spiel War Thunder. Ja, das ist groß an der Spiel. So, jetzt muss ich nur suchen. Panzer mit dem HP-Bike. Batsch! 100 HP weniger. Juhu! Ja, das Geld möchte ich auch mal sehen. Auf dem Schlachtfeld. Scheiß, da kommt ein Tiger mit 1400 HP. Oh, ich hab grad 200.000 Liter in meinem Güllefass. Das ist ein bisschen viel. Wieso hast du 200.000? Hä? Was hast du gemacht? Ich hab das ein bisschen umgescriptet. Bisschen schneller Gülle zu fahren. Aber das. LKW-Bremse. Der LKW-Bremse irgendwie nicht. Dann hast du den Fehler gemacht, den alle gemacht haben. Ja, das sieht ungefähr so aus wie der Ulimog mit dem vollen Ladewagen, oder? Tempo 70, bremsen. Bremse? Ja, ich habe auch gerade während runtergebremst. Ups, da wollen weiter. Ja, ja, jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen ansehen, dann gehe ich noch ein paar Kühe kaufen. Und ein paar Schäfchen. Das Schäfchen haben wir ja und für mich Arbeit. Ja. Ihr könntet schon mal anfangen, Gras zu machen. Ihre Lieblingsaufgabe, lass ich lieber. Ja, wir pressen ja hier Ballen für die Biogasanlage. Achso, ja. Habt ihr ein Wickelgerät ordentlich? Na, brauche ich nicht. Macht der Heuballen oder was? Ja. Entschuldigung, Heuballen. Die BGA wird hier mit Heuballen gefahren, genau. Ja, ich hab grad Heuballen gesagt, Leute. Hey. Kannst auch Heiballe sagen. Dann verstehe ich dich auch. So, aber jetzt. Heuballen. Aber jetzt versuchen wir nochmal in Hochdeutsch zu reden. Ein Heuballen in die Biogasanlage in der unteren Teilabschnitt hineinzuschmeißen. Gut. Gut, aber wie lange hast du gebraucht? Oh, scheiße. Wie lange hast du dafür benötigt? Der Spitz ist deine Spitz. Was für Ding? Eine spitze Stuhl, Spitz. Spitzestein gespitzt. Vergiss es. Ja. Vergiss es. Ich hab's auch schon vergessen. Das ist so eine Übung, die Mami immer vorgehalten hat auf Montage. Sag mal bitte, Spitzestein ist spitz. Der Spitzestein ist spitz. Nein, Spitzestein ist spitz. Ja, kannst anfangen, Björn. Genau. So langsam neigen wir uns wieder der Viertelstunde. Fenja, du kannst irgendwo Gras mähen. Also, am Hof zum Beispiel. Also mir kann man momentan nicht helfen. Mir ist nicht zu helfen. Ich komme auch gleich dazu, wenn ich hier angesät habe. Hast du noch ein anderes Mähwerk? Hey? Hast du noch ein Mähwerk? Wir haben Big M. Ja, dann hat deine Feiche gerade. Fenja kann die Ballenpresse fahren. Theoretisch. Ach, psst, die haben mich umgestriptet, da kommt alle Sekunde ein Ballen raus. Nein. Die habe ich wieder normalisiert. Also, ja, normal. Ja, weil hier cheaten wir nicht. Hier haben wir ja keine
Egal. Du sollst mal eigentlich vorm Sehen oder nach dem Sehen kaufen? Vorm Sehen. Ja, danach kann ich schon mal Kalk drüber schmeißen. Eigentlich nicht, aber egal. Eine Doppelverkalkung. Ja, das bringt aber nichts. Ja, ne. Nee, im Normalfall nimmst du Kalk, damit die Bodeneigenschaften wieder. Die Ballenpresse. Die steht. Chris. Hast du schon gekauft? Wo steht die Ballenpresse? Wenn du sie noch nicht verkauft hast beim Händler. Nee, Chris. Nicht du. Chris. Er hat sie nämlich weggefahren. Okay. Der ist, glaube ich, AFK. Nein, bin ich nicht. Wo steht denn die Ballenpresse? Da, wo du gesagt hast. Gut, also, da musst du ungefähr in meine Richtung fahren. Da ist dann Unterstand. Und da steht dann eine Ballenpresse von New Unterstand Holland. Unterstand bis gegenüber von mir. Ah. Ja, dann kannst du auch noch eine lenkbare Aktie in den HKL machen. Brauchst du auch nicht. Ja, die Litzachse auch noch lenkbar machen. Ach, babbel nicht. Anfänger. So, aber ich werde mich jetzt von meinen Zuschauern verabschieden. Hast du schon vor einer halben Stunde machen wollt? Vor drei Minuten ungefähr. Aber dann passt jetzt auch, weil dann sind wir nämlich auch bei der Viertelstunde. So. Weil ich versuche ja nicht länger wie eine Viertelstunde zu machen. Was mir eigentlich fast nie gelingt. Eine Minute über. Genau. So, auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen und hoffe, hat euch wieder Spaß gemacht. Mir nicht. Und ja. Ihr könnt mir auch gerne Comments da lassen. Die werden alle beantwortet. Und ihr könnt mich auch gerne, wenn es euch gefällt, abonnieren. Würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Pierre. We'll be right back.